Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder ein NVA zockt an. Ich weiß es nicht, ob das ein Let's Play oder ein NVA zockt an ist. Auf jeden Fall ja, freue ich mich auf ein neues Projekt hier auf dem Kanal. Und ja, entweder ist es halt ein neues Projekt oder es ist ein NVA zockt an, sagen wir mal eher so. Ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Wir starten sofort das Spiel los und ja. Los geht's. So, ich muss jetzt beachten, dass ich nicht länger als 15 Minuten aufnehmen kann. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja. Weil wenn ich länger als 15 Minuten aufnehme, dann ist meine Festplatte nämlich am Überlaufen. Ihr seht ja, ich habe relativ viel auf dem Desktop hier installiert. Jetzt seht ihr auch übrigens mal meinen Desktop. Seht ihr, was ich alles so ein Bullshit auf meinem Rechner habe. Na gut. Muss sagen, das Spiel braucht ein bisschen länger zum Starten, aber habe ich eigentlich schon gesagt, was für ein Spiel wir hier spielen? Ich mache erstmal Vollbild. Huch, da ist ein kleiner Bug. Huch, was ist denn da los? So, hier können wir uns mal durchlesen. So, wir nennen unser neues Spiel. Hey, was mache ich hier? Test. Ja. Ach so. Ah, okay. Nee, dann nehmen wir dann DE. So. Test ist ein bisschen kacke. So, dann mache ich auch jetzt mal Vollbild. So. Ich muss mal auch kurz noch in die Einstellung gucken, wie das denn jetzt mit der Lautstärke alles so ist. Hier ist alles hoch. Aber Audio. Alles klar. Ja, ich würde sagen, wir spielen erstmal das Tutorial. Also wie gesagt, das ist entweder ist jetzt hier Smile ein NVA zockt an oder es ist ein eine LP und ja. Oder halt nur ein Fahrzeug an. So, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe gesehen, das Ganze gibt es für die Xbox, PS4 und den PC. Ich habe mich jetzt hier für die PC-Version erschienen. Wie man unschwer erkennen kann. So, und jetzt muss ich erstmal mir das Ganze angucken. Game Tutorial. Auf jeden Fall soll das so eine Art LOL sein. Zumindest habe ich das so gehört. Woran ich eher sagen muss, irgendwie von der Kamera ist es ja irgendwie so WoW-mäßig. Oder keine Ahnung. Aber, ja, keine Ahnung. Okay, ja, Spiel, das verstehe ich. Okay. Wow, wir haben viel geschafft. Wir sind die zwei Wege da abgelaufen. Oh mein Gott. This guy's shooting me. Oh, komm schon. Each time you slay an enemy or destroy an objective, you gain experience or XP. Gain enough XP and you will level up, allowing you to unlock abilities. Okay. Press F1 to unlock Spirit Arrow, Neith's first ability. By default, your abilities will be trained automatically for you after this tutorial. Ah, ich finde es blöd, dass das Spiel nur auf Englisch erklärt wird. Spirit Arrow is a line attack that can strike multiple enemies within its highlighted area.
press 1 to bring up the targeter with the targeter visible. Press the left mouse button to fire. War diese eins? War, ah, okay. Ah, komm schon. Ah, fuck. Bam. Komm schon. The Phoenix has respawned. Excellent work. Head back to the fountain and let's prepare to advance. You've taken a lot of damage and need to replenish your health. You can do this by pressing the B key and quickly return to your fountain. B? Within the fountain, gods will rapidly gain health and restore their mana. Gold can be used to purchase items from your team's item store, but only while you are in your base fountain. Open the item store now by pressing I. Okay. This view is your recommended tab and shows items most likely to help you in your role. One of these items is Light Blade, which increases your damage and the speed of your basic attacks. Click on the item icon, then okay. Click the purchase button to buy it. At level 1, you can choose your first relic. Relics can be used like abilities, but don't require mana. There are a wide variety of relics available, but for now we will be obtaining meditation as our first relic. Click the relic icon, select meditation, and then click purchase. Was? Okay, gut, dann sollen wir es kaufen. Finally, let's buy a consumable item. Unlike relics, consumable items can only be used once. Select the healing potion, then click the purchase button to buy it. Alles klar. Ach, hier ist unser Money, was jede Sekunde um 2-3 Münzen oder was auch immer das, ja, Münzen, sage ich jetzt mal, steigt. Alles klar. Very good. These items will help you in your battles. Remember, there are other views in the shop. Click on the All Items tab now to see. You can use this view to search for other relics or consumables. Okay. Oh mein Gott. Ja, ich sehe es. Können wir springen? Ja, wir können springen. Okay, gut. Piu, piu. Oh fuck. Wir haben kein Leben mehr. Oh, fuck. Impressive. The relic you chose earlier, meditation, can be used to replenish health and mana for yourself and for your allies. Use that relic now. F. Huh? Okay, gut. Now it's time for payback. Push to the enemy tower. Achso, okay, das ist unser Ziel. Können wir sprinten? Nein, können wir nicht. Stay behind your minions, so that they take the brunt of the tower's attack. If the tower targets you, oh, achso, der Tower greift uns an. Bam, ich schieße sie ab. Bam. Was ist kaputt? Oh, scheint wohl ein bisschen besser zu sein. Oh Gott. Oh shit. Oh fuck, zurück, zurück. Der scheint etwas stärker zu sein. Okay, der ist schon laut. Okay, so viel Leben hat er auch nicht gehabt. Stirb. Destroy the enemy Phoenix, but remember to let your minions lead the attack. With Neith on my side, you have no chance. We shall see.
Storm into the enemy base and destroy their Titan to win. Alles klar, warte mal, ich Knöpfe setzen. Also wie gesagt, ich bin ein richtiger Noob in diesem Spiel. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von solchen Spielen. Von daher denke ich, wenn ich das Ganze als Let's Play mache, ich denke, das mache ich sogar ein bisschen als Let's Play. Dann wird es sehr, ja, sehr viele Fails beinhalten. Sieg. Das ist schon mal gut. Ja. Perfekt. Okay, gut, ich fand das Tutorial jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ich nehme jetzt ein paar Folgen, produziere ich vor und dann werde ich das ja sehen, ob ich das nehme. Okay. Was wollt ihr machen? Okay, was können wir hier, wenn wir hier weitergehen? Okay, was gibt's hier überhaupt? Erstmal alles durchgucken. Ah, oh, das kann ich gibt's. Ja, das sind irgendwie die PSP-Geräusche. Was nehmen wir denn jetzt hier? Server online. Okay. Facebook, Twitter. Fortfahren. Was können wir hier erstmal machen? Nein. Also das ist unser Level. Hier können wir Sachen kaufen. Alles klar. Ja, man kann auf jeden Fall auch irgendwie den Ladebildschirm verbessern und so, habe ich schon alles mitbekommen. Hier das. Das ist unser erst. Okay. Alles klar. Hier können wir also noch ein paar andere Sachen starten. Darauf will ich aber jetzt noch nicht drauf. Abbrechen. Naja, ich fäche hier drauf. Was haben wir hier? Nix, hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. Was können wir hier machen? Hm. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ja, Leute, ich würde sagen, ich nehme jetzt direkt noch ein Video auf, weil ich muss ja auch vorproduzieren, denn ich bin ja ab dem 30. auf Klassenfahrt, von daher will ich auch ein bisschen vorproduzieren. Da werden natürlich Videos freigeschaltet, von daher, ja, mache ich jetzt erstmal eine Aufnahme Schluss und dann, ja, machen wir jetzt gleich dann auch direkt weiter. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, wenn ihr generell andere Videos auf diesem Kanal nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Aber auch nur, wenn ihr wollt. Okay. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?